Aber wie gesagt, hier möchte ich gerne noch eine Lagerhalle, damit wir nämlich von London aus Waren hochtransportieren können nach Birmingham. So langsam kommen wir rein. Die hier machen mir Sorgen. Das hier haben wir 3 Jahre Zeit. Okay, also Lagerhalle. Lagerhalle, was haben wir hier? Wir haben Korn. Wir haben Milch. Wir haben Zucker, wir haben Bier, wir haben das. Haben wir Holz? Holz wäre schön, ne? Gut. Ja, ich weiß. So, wir haben wieder 2 Punkte in der Forschung, das ist gut. Aber langsam kommt doch Geld rein hier, das ist anständig. So, Birmingham müsste jetzt eigentlich gut versorgt werden. Hoffe ich mal. Schade, dass wir da nicht... warte mal, wir könnten doch da zusätzlich noch einen Bahnhof bauen. Ja. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. 65,8, gut. Ah, das ist die Matthew Stop Manchester 2. Die ist mir in der Tat nicht ganz so wichtig. Eher wäre mir hier das hier. So. Dann bauen wir mal unsere Na, zack, bumm. %45. Wenn wir noch einen Zug draufballern, sind wir bei 21,1%. Wir nehmen die aber. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt holen wir uns von da oben. Was gehört dazu? Liverpool haben wir, Manchester haben wir, York haben wir und Carlisle. Ja, Liverpool hat gerade gar nichts. Wir holen uns noch Carlisle dazu, dann gehen wir hier auf York drauf. Ah, es ist verdammt. Okay, das geht. So, dann gehen wir mal runter. Das ist die äußere. Was ist das für ein Tunnel? Was ist das hier? Das ist... Ja, will ich auch gar nicht so einen riesen Tunnel hier. Wir wollen an, dass ich einen Tunnel habe.
Ganz kurz. So, 600.000, schon mal besser. Okay, dann läuft er in der inneren Form hier auf außen. Ja, okay, sollte gehen. Wie gesagt, kostet ja nur 500.000. Können wir dann machen. Birmingham wächst, das ist gut für uns. 21.000. London wächst auch, das ist hervorragend. Gucken wir mal in die Lagerhalle rein. Noch nicht viel da. Aber 3 Punkte für die Forschung, das ist gut. Was haben wir denn da? Die Reihen. Für 3 Punkte. Birmingham ist für die Great Western das Tor, um den Rest Britanniens zu erschließen. Deswegen müssen wir sie in den Südwesten verbannen wie den Geist in die Flasche. Ihre Transportzahlen sind nicht schlecht, aber ich muss schon sagen, während meiner Zeit bei der Ostindien Company haben wir jeden Tag mindestens 5-mal so viel verschifft. Okay, er meckert rum. Also wir haben gleich 2 Ziele erfüllt. 35.000 Einwohner, das läuft. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir das hier an den Start kriegen. Wir haben 200.000. Jetzt will ich mal ganz kurz unsere Zuglinien angucken. Was ist denn das? Du bist eine Fracht. Du bist die gemischte. Können wir dich mal ändern in die Reihen. Da hast du 56, Jenny schafft 50. 43, Beliebtheit 110, 106, 111, Wartungsbedarf 58%. Schneller. 6 km/h. Ich nehme die mal. Auch die werde ich jetzt ändern. Und die werde ich auch ändern. Schade, dass man das nicht mehr auf einen Klick machen kann. Das vermisse ich irgendwie. Oder ich habe die Funktion noch nicht gefunden, kann auch sein. Ja, das läuft. Zuglinie. Wie gesagt, ich ändere die jetzt alle. Ich weiß, ich müsste eigentlich gucken nach Steigung und so weiter und so fort. Da habt ihr auch recht, wenn das, wenn ihr das schreibt und so weiter, gar keine Frage. Aber ich mach's einfach nicht. Ich habe da nicht so den Willen dazu, sagen wir mal so. So, was ist denn das jetzt? Was ist das? Nein, nicht so interessant. Das hier wäre eher interessant. Und das wäre dann noch interessanter hier hinten. 86,7, ey. ...22,3. ...300.000. Ähm...
Bauen wir doch mal. Bier. So, Liverpool. Ich vergesse gerade die ganze Zeit über mal ein Bild zu machen. Unglaublich. Ist das die Rhein? Ja, das ist die Rhein. Schick. Okay, York. Vielleicht können wir hier noch was anstoßen. ...47.000. Dass wir York noch mal ein bisschen pushen. So viel geplante Strecken. Wieder 78.000. Kohle ist echt ein Problem. London und Northwestern, neuer Bahnhof. Derzeit 12 Bahnhöfe angeschlossen. Jawohl, das läuft doch, würde ich mal behaupten. So. Der Wert auch minimal. Das ist noch nicht so der Burner. Liverpool. London wächst. Aber hier geht es nicht nach oben. ...64, das ist gut. Ah, wie gesagt, so viele Baustellen halt, ne? Ja, ich weiß, hier ist eine heftige Steigung, aber da müsst ihr durch. Es geht nicht anders. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier wild... ...69%. So, wir geben mal ein bisschen Gas. Dover wäre auch geil, wenn wir das ja an den Start kriegen. Und dafür brauche ich erstmal die 300.000, um das hoch zu pushen. Wie lange haben wir Zeit? 47, Birmingham. 48 für 120.000 Einwohner. Das könnte der Knackpunkt werden. Kleine Panne, okay. Ist eigentlich nicht so wichtig, ne? Die ist eigentlich nicht so wichtig. Die hier wäre wichtiger. Die Dover-Geschichte. Beziehungsweise ganz wichtig wäre eigentlich das hier. York. Wir müssen York anschließen. Wir müssen warten, bis wir York drauf haben. Wie sieht's denn aus mit... Ja, wir könnten. Wir könnten. Wir machen auch. Wir machen auch, wir müssen.
So, zack, jetzt haben wir York hier dran. Beziehungsweise Carlisle. So, bam, neue Zuglinie. York. Nicht Fracht, sondern die gemischte. Also, ja, Auslastung 9,2. Okay, gib mal Gas. Okay, da werden wir dann auch pushen. Jetzt haben wir die angeschlossen. Manchester. Mehr Post. Bringt mehr Einnahmen. Na, jetzt werden wir hier auch noch bauen. Achtundsiebzigtausend. Können wir mitarbeiten. Aber wie gesagt, Birmingham muss nach oben gepusht werden. Birmingham, Manchester ist so ein Ding. Da müssen wir echt noch Gas geben. Prozent. Keine Dings, ne? Überhaupt kein Mais. Mais ist so ein Problem. Brüste und Holz. Was kostet das hier? 171. Nur da unten Mais. Und hier hätten wir Mais. So, bam. Bam. Nein, im Quartalsbericht will ich jetzt nicht sehen. So, und hier nehme ich jetzt die Fracht für 56.000, die G&M American. Das reicht vollkommen aus. Dreiunddreißigtausend, komm. Und Abflug. 86,71. Es geht noch nicht nach oben, ne? Das ist ärgerlich. Unser nächstes Ziel ist, hier oben diesen Betrieb uns zu holen. Und auf unser Netz anzubringen, auf die Price Station eventuell. Haben wir hier, dann bauen wir hier nämlich noch eine Lagerhalle hin und dann kann er das nach Manchester karren. Also über drei verschiedene Ecken. Wir holen uns das von hier oben. Gehen gleichzeitig nach Carlisle. So, pass mal auf. Mal kurz, der ist da unten. Da ist unser Bahnhof. Dann gehen wir mal leicht in die Richtung.
Okay, passt. Ist in Ordnung. Können wir so machen. Dann nehmen wir den zweiten. Wie gesagt, wir bringen das nach Carlisle und nach hier unten Price Station. Na, eben hatten wir es doch schon. So, nächster Andockpunkt. Was auch 123.000. Ich hab das immer im Auge hier. 86.727. Das macht mir langsam Sorgen. Birmingham, ne? Halt. Hey, haben wir auch. So, Wartungsgebäude müssen wir auch bauen. Wieder warten und dann gehen wir ab. Es geht mir zu langsam. Was hat der? Der hat eine Panne. Es geht mir zu langsam. Ich sehe, Sie haben bemerkt, dass wir Birmingham nicht ganz für uns haben. Das Unternehmen in unserem Weg ist eine unabhängige Privatstrecke, die uns erstmal keine Probleme bereiten sollte. Keine Sorge, um kleine Fische dieser Art kümmern wir uns noch später. Danke für den Hinweis. Mal ganz kurz geschaut. Vieh. Dann nehmen wir nämlich die Dings mit. Mhm. 486.000 durch diesen Tunnel. -11% Steigung, er ist hart. Aber gut, wir können die Kosten drücken. Also, dann nehmen wir erstmal das jetzt. Und ballern hier alles rein, was geht. Halt, da war noch was. Na, jetzt reicht's mir nämlich hier langsam mal hin. So, zack. Meine Hoffnung, dass Manchester jetzt eigentlich auch mal langsam wachsen sollte. Aber Manchester kommt noch nicht aus dem Quark.
Okay, das passt. Getreide, Holz. Lagerhalle. Ja, kommt echt nichts an. Noch nicht. Aber eigentlich... Bap. So. Jetzt müsste doch eigentlich was gehen. Halt, haben wir hier Mais eingestellt? Weiß ich gerade gar nicht. Moment. Ja, haben wir. Okay, Mais könnten wir dann auch einlagern. Ja, sehr gut. Dem fehlen Betriebsstoffe. Wahnsinn. Oh, hier habe ich auch gar nichts hingebaut. So. Läuft sogar unter Expresszug. Auch nicht schlecht, oder? So, die Dover-Strecke haben wir noch am Start. Und die haben wir hier auch noch. Die Birmingham-Strecke. Von Dobbs Station. Das schaffen wir. Das hier wird noch, wie gesagt, problematisch. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Birmingham wächst wieder. Das ist schön. Das ist die Strecke. Hä? Warum ist denn... Die ist ja Blödsinn, die brauche ich doch nicht bauen. Da hat 30.000. Was haben wir hier? Auktion, ein Bonus von 5%. Okay, das interessiert uns nicht wirklich. So. Das ist für uns interessant. Blöde Tunnelgeschichte. Na, hier soll es dann einlagern. Und dann wird der Rest weiter transportiert. Damit York wachsen kann. Na, Manchester. Gleich mal die nächste Strecke bauen. Alter. Was kostet denn da so viel? Erdarbeiten, Bahnhofsgleise. Ah, okay, verstehe. So, zack.
Zeit, hier ein bisschen zu pushen. So, Kühlwagen brauchen wir noch nicht. Weil die sind ja noch nicht geschlachtet. Kostet 56.000 übrigens. Na komm. Da ist er, die G&M American. Schick. Wirklich schick. Das ist mir ein Screenie wert. Okay, den haben wir auch. Also, Manchester müsste jetzt eigentlich wieder wachsen gleich. Zumindest in der Theorie. Komm schon. Birmingham. Birmingham ist gut dabei. Da können wir doch eigentlich jetzt auch mal was machen gleich. Die laufenden Kosten von Wartungsposten reduzieren sich um 5%. Wir haben noch keinen einzigen. Das ist ja gut. Nehmen wir alle Kosten, auch Bahngebäude. 5% weniger nehmen wir. Nehmen wir doch glatt. So.